alt, komme aus Ludwigshafen und ich singe. Also ich bin in Deutschland geboren und ich bin kurdisch. Und meine Schwester, meine andere Schwester und mein Bruder sind in Irak geboren und meine Mama und mein Papa auch. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich. Hast du richtig Angst? Ja. Wieso das? Da sind zu viele Leute. Okay, wird's dir helfen, wenn Marco und ich dich mit auf die Bühne bringen? Ja. Ja, dann nehmen wir dich an der Hand und führen dich dahin, okay? Okay. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Hanna. Aha, und Hanna, wie alt bist du? 8. Und wie lange singst du schon? Seit 5 Jahren. Und wer ist dein Vorbild? Dieter Bohlen, sag es. Ja. Nein, das brauchst du nicht. Aber hast du schon jemanden so Beyoncé oder Whitney Houston oder irgendjemand? Leona Lewis. Wie bitte? Leona Lewis. Hey, und was singst du für einen Titel? Singst du natürlich was von ihr, ja? Ja, We Need Love. Geil. Ein ganz schwerer Titel, ganz ehrlich. Wirklich, also der Titel ist hammerschwer. Okay, dann hören wir jetzt mal alle ganz andächtig zu. Dieter, kann ich das rausholen? Ja, ich kann das rausholen. Viel Glück. Won't stick around, and I'm going crazy.
Hanna, so jetzt muss ich dir sagen, du bist super süß. Du bist wirklich so süß. Danke. Ich glaube, du brauchst nur, ein bisschen nur Zeit, die ganz Feinheiten einfach hinzukriegen. Okay. Aber du bist auf einem sehr guten Weg. Danke. Bitte. Kleine Hanna, ich finde dich goldig. Du bist wie eine kleine Prinzessin da auf die Bühne. Ich würde mich freuen, dich weiterzusehen, aber mal gucken. Okay, na? Danke. Ja, es weiß ja jeder in Deutschland, ich stehe auf Mädels mit dunklen Haaren und dunklen Augen, das ist ja schon mal ganz klar. Und als ich dich da oben gesehen habe, das war natürlich wirklich so Schnuffelhasenzahn-Alarm, weil sie hat erst zwei Zehen hier vorne, so ganz große, aber ganz süß. Also ich glaube wirklich, dass du später eine ganz große werden könntest. Im Moment hast du ein bisschen Probleme natürlich mit deiner Band, weil ich, also wenn du nachher hinter die Bühne gehst, ich würde denen schon einen reinhauen, weil die haben manchmal vorne die ganze Zeit falsch gespielt, ja. Und... Aber Hanna, du bist der Hammer, finde ich. Ja? Sonst, also, du bist wirklich ein ganz hübsches, tolles Mädchen. Bruce, was meinst du? Also ich würde mal sagen, wir warten nur ein bisschen, ja? Das heißt okay. Nein, ja? Das heißt nein. Für mich, Hanna, ich habe noch mal überlegt, ein Ja. Danke. Ja, Hanna, wie siehst du das? Würdest du gerne weiterkommen? Ja. Jetzt liegt es an Dieter. Ist Hanna noch zu jung für das Showgeschäft? Zu jung für das Supertalent? Ja gut, pass auf, folgender Deal, du sprichst nochmal mit der Band, dass sie nächstes Mal richtig spielen und dann kriegst du von Onkel Dieter auch ein Ja und dann sehen wir dich in der nächsten Runde, okay? Danke. Vielen Dank. 8 Jahre alt und 3 Käse hoch, die mutige Hanna ist weiter und alle sind stolz auf sie.